größtenteils sollte das Geld reinvestiert werden. Man kann auch feiern, aber ich denke, das ganze Geld sollte man dafür nicht verpulvern. Ja, ich denke, man kann schon kostengünstig feiern, sodass 5.000 Euro nicht gerade flöten gehen. Ich denke, jeder Verein muss selber mit dem Geld haushalten und selber gucken, wo er Schwerpunkte setzt. Ich persönlich hätte das in meinem alten Verein, der hoffentlich irgendwann auch mal diese Förderung bekommt, das gerne in Trainingsmittel investiert und auch in Fahrtkosten. Also der Verein braucht, glaube ich, mal eine Schnitzelgrube irgendwo hin. Also die Schnitzelgrube ist so eine Sprunganlage. Und vielleicht auch irgendwelche Geräte und Matten vielleicht, ein paar neue, weil die alten sind so dreckig und so. Also ich würde auch mir selber was kaufen. Was fehlt uns denn? Vielleicht neue Puppen oder so kaufen, weil die sind schon recht alt. Und neue Hindernisse. Nein, die Hindernisse sind doch voll cool, die müssen nur mal verbessert werden. Ja, also neue Gerätschaften kaufen, wenn es möglich wäre. Vielleicht auch so Trainingshosen oder sowas. Die gibt es ja nur diese Trainingshosen, alten. So coole. Trainingshosen war was. Für Schützer investieren. Nein, wir kaufen halt so... Neue Geräte. Ja, neue Geräte, zum Beispiel Pratzen oder so, dass man da draufschlagen kann und sowas. Ja, oder diese Pratzen, oder eben gegenkippen kann. Ja, oder eben auch das Geld werden wir wahrscheinlich auch einsetzen für Vereinsmeisterschaften. Also wenn wir im Verein eine Meisterschaft haben, dass wir da halt auch von dem Geld Pokale und so kaufen können. Ja. Vielleicht auch diese Matten. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber was wir wissen, ist, dass wir uns was Besonderes ausdenken würden. Denn glaub 25 Jahre, eine solche Förderung in Deutschland, die einzigartig ist, das sollten wir gebührend auch feiern.